Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA Vice City. Und ich habe in der letzten Folge gesagt, GTA 5. Nein, GTA Vice City, natürlich. Und damit herzlich willkommen zurück. Und wir gehen heute weiter mit der fetten Beute. This place. We gotta make it look older. I can't stand this look. Tommy, what do you say? What do you say we put a bar in? You're my lawyer, Rosenberg, not my interior decorator. Got it? Listen to me. The time to take over this town is now. It's all out there waiting for us. We need to start seizing territory. Let Vice City know we're the new players in town. You know what I'm saying? What you need is a legitimate front, Tommy. Real estate. It's never done me no harm. We need to start using some muscle, or we can kiss all that hard work goodbye. Local business know Diaz is dead, and they're refusing to pay protection. Oh, we could try bribery. Bribery? Screw bribery. I'll show you how to make them scared. I'll be back here in 5 minutes. Begib dich zum North Point Einkaufszentrum in Vice Point. Ich glaube, ich weiß, welche Mission das ist. Ja, gut, eigentlich weiß jeder, welche Mission immer da ist und welches wo ist und was auch immer oder was jetzt nächstes kommt. Das wusste ich jetzt nur nicht gerade. Aber ja, ich kenne die Mission. Und warum ich das in der letzten Folge immer nur also Kurzfolgen gemacht habe, immer eine Mission nur pro Folge gemacht habe, keine Ahnung. Alter, verpiss dich doch mit deinem scheiß Lieferwagen. Ist ja schlimmer als in Real Life. Warum ich das sage mit Real Life, weil es beißt, also in meinem Beruf, ich bin beruflich Busfahrer, Hilfe. Wenn mich meistens irgendwelche Leute besonders assi wollen, sind das meistens hier von irgendwelchen Lieferwagen, von irgendwelchen Paketlieferunternehmen oder was auch immer. Oder halt irgendwelche Firmentransporter oder so. Das sind meistens immer die gleichen. So, wir gehen mal kurz hier rein. Wir sollen Scheiben zertrümmern. So, wir haben 3,5 Minuten. Krieg ich was? Okay. Fresse jetzt. So, machen wir erstmal die hier unten weg. Und gehen dann entspannt nach oben. Das Einzige, was mich jetzt ein bisschen abfacken könnte, wären die Cops. Gehen wir nicht auf den Sack. So, der ist weg. Du kannst jetzt in bestimmten Gegenden auf der Karte Immobilien erwähnen. Yes, Baby. Jetzt können wir nämlich gerade die Mission machen. Dann können wir uns nämlich jetzt die Mission Immobilien kaufen. Wenn du ein Gebäude mit grüner Markierung siehst, steht es zum Verkauf. Stell dich in die Markierung und drücke halt, um die Immobilie zu kaufen. Klar. Kennen wir. Deswegen konnten wir es noch nicht kaufen, weil ich will nämlich als erstes die Taxidinger machen. Aber wie gesagt, das. Das war's schon? Das war's schon? Ich dachte, wir hätten noch mehr Scheiben. Ich habe die Mission länger, war langwieriger. Immer, Hallo? Avery ist wieder so einer, der. Warte mal, kann ich den nicht hier wegboxen gerade? Oder was ist denn der? Da. Wenn ich den jetzt umbringe, ist das halt wieder blöd.
$50, guter Bonus, guter Bürgerbonus. Ey, der ergibt sich doch schon. Oh, oh. Warte mal kurz. Ich muss mal hier mich umziehen. So. Gut. Hätte ich auch nicht erwartet, dass wir so, dass es so schnell geht. Ich dachte mir echt, wir brauchen voll lange mit der Mission. Was machen wir denn jetzt so mit unserem Leben? Ach, wir machen noch jetzt, wir machen noch eine weitere V-Mission, weil ich kann jetzt hier nicht nur 5 Minuten Dinger hochladen. Im Idealfall möchte ich gerne einfach zweite V machen. So, dann gucken wir mal, was wir rauskommen. Da. Wir sind sogar falsch schon aus Bahn ausgegangen, weil eigentlich wollte ich mein Auto mitnehmen. Aber ist scheißegal, wir haben ja. Den Lambo kriegen wir ja sowieso. Machen wir nicht. Oh, hier ist ein Päckchen. Päckchen Nummer 3 von 100. Ja gut, mir ist es eh wurscht. Wir kommen auch immer die auf die Gangs, auf die Gangmitglieder gehen hier. Oh, das war keine Absicht, immer die. Guck mal, verdienen wir uns mal eben $50. Alter, gibt's mir auf den Sack. Herzhaft! Herzhaft! Okay, egal. Nehmen wir den hier. Geil, auch nicht schlecht. Also das habe ich jetzt auch noch nicht erlebt, dass irgendein random Guy... Also, darf jetzt mich verarschen? Das ist jetzt einfach ein random Guy, den ich jetzt gar nichts, wo jetzt... Außer derjenige, dem das Auto eigentlich gehört, dass der sich die, dass sich da einfach irgendein PC das Auto holt. Aber okay, scheinen die Typen hier scheinen ein bisschen auf Krawall zu stehen. Aber ja, ist egal. Pech hier. Ja, was machen wir jetzt mit unserer Zeit? Ja, ich weiß nicht, aber theoretisch. Ich habe gesagt, ich möchte als erstes eigentlich die Taxi-Mission machen. Jetzt müssen wir nur gucken, wo wir hin müssen. Wenn ich weiß, was wir machen, machen wir auch. Also jetzt nicht doch in dieser Folge wahrscheinlich, aber ich gucke gerade mal, wo wir hin müssen. Das muss ja aber hier oben irgendwo sein. Irgendein Gebäude hier oben ist es. Aber warte mal, haben wir noch irgendwo ein Ammunition? Wir haben ja bestimmt ein bisschen Munition jetzt gekriegt. Haben wir denn ein Ammunition? Hier unten erst. Oder steht hier oben noch einer in der Nähe? Nee. Shit. Werkzeugladen. Ja, aber kein Ammunition. Der nächste ist ja tatsächlich erst hier unten. Wir wollen ein bisschen Dings kaufen, mal Waffen kaufen. Ja, das Einzige, was uns halt, was er wahrscheinlich von den Immobilien eher länger ziehen wird, wahrscheinlich diese Automission. Autos beschaffen. Ich will eigentlich gerne im Idealfall alle Listen machen. Und da sind einige Rennen dabei.
Aber müssen wir mal gucken. Und ja, ich hatte meinem Kumpel da fast falsch geschrieben. Und ich hatte das, glaube ich, und ich hatte das sogar falsch in der Folge gesagt. Ich hatte gesagt, dass der im Original schwimmen kann. Meine ich zumindest. Und er hat mir das in die Kommentare geschrieben. Nein, im Original kann er tatsächlich nicht schwimmen. Das ging erst auf GTA Vice City. Aber San Andreas. Der Titelsong. The Flock of Seagulls. Den habe ich sogar im Auto. Nein, aber anders, warte ich. Warte mal, jetzt muss ich gerade gucken. Haben wir Munition? Aber keine? Wir nehmen mal die Munition hier von der Dings. Für 2000 mein Leben zu erfüllen? Ja, ist mir egal. Ich dachte mir, haben wir hier keine? Kein Scharfschützgewehr und nichts? Naja, gut, egal. Was haben wir denn noch für Missionen? Ja, wir haben noch die Dinger hier, ne? Ich will auf jeden Fall ein Taxi kaufen und machen. Ich probiere mal, ob wir was hinkriegen. Das ist eine Attentatsmission. Glaube ich zumindest, ist diese Mission. Wir machen sie mal. Aber ja, in der nächsten Folge.